Es huscht durch die Dunkelheit. Seine insektenartigen Beine klopfen über den Marmorboden, während die verängstigten Forscher der Stiftung fliehen. Sie hören seine Stimme. Die tiefen, seidigen Töne eines älteren britischen Mannes, der Unsinn wie: Der Albtraum ist ein Traum für die namenlose Schnecke, die über Minenfelder und die Überreste von Hirschen und Königen wandert, ausstößt. Während die Wissenschaftler rennen, holt die Kreatur auf. Sie ist schnell. Unglaublich schnell. Während sie noch versuchen, durch den dunklen Gang zu entkommen, schrillen ohrenbetäubende Sirenen durch die Luft. Sie mögen versuchen zu entkommen, aber es ist aussichtslos. In gewisser Weise sind sie bereits tot. Alles, was sie jetzt noch sind, ist Beute für das Herz der Finsternis. Wenn jemand das Wort Herz sagt, kommen ihm viele Bilder in den Sinn. Sie denken vielleicht an den Valentinstag, herzförmige Karten und Süßigkeiten. Sie denken vielleicht an Herzschmerz, Zurückweisung, Verlust. Vielleicht denken sie auch an ein Herz im anatomischen Sinne, an das lebenswichtige Organ, das Blut durch unseren Körper pumpt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie das Wort Herz mit Terror, Zerstörung und zahllosen Todesfällen in Verbindung bringen würden. Die Mitarbeiter der SCP-Stiftung sehen das vielleicht anders. Vor allem, wenn sie schon einmal mit SCP-058 zu tun hatten. Viele der Informationen über die Entdeckung von SCP-058 sind streng geheim, aber die wenigen bekannten Details zeichnen ein erschreckendes Bild. Auf dem Testgelände der SCP-Stiftung gingen Wissenschaftler und Sicherheitspersonal wie üblich ihren täglichen Aufgaben nach. Es lag kein Hauch von Gefahr in der Luft. Zumindest nicht über das Grundniveau hinaus, das mit dem Betreten eines Geländes der SCP-Stiftung immer einhergeht. Mehrere Forscher führten ein Experiment mit dem Kadaver einer Kuh durch, dessen Einzelheiten aus allen Aufzeichnungen getilgt wurden. Als einer der Forscher, Dr. C., seine Hände auf den Kadaver legte und ihn sezieren wollte, war er schockiert, als er einen Puls des vermeintlich toten Tieres spürte. Dr. C. teilte seine Überraschung seinen Kollegen mit, aber seine Bedenken wurden sofort abgetan. Es handelte sich eindeutig um eine Leiche. Er habe sich das nur eingebildet, sagten sie. Schließlich war er noch relativ neu in diesem Beruf. Wahrscheinlich waren es nur die Nerven. Der leitende Forscher Dr. L. bestand darauf, dass er die Arbeit übernahm. Dr. L. schob Dr. C. zur Seite und begann einen Schnitt in die Brust des Tieres zu machen. Dabei spürte er auch etwas Seltsames. Es gab keinen Zweifel daran. Diese tote Kuh hatte ein schlagendes Herz. Er schaute von seiner Arbeit auf, um den anderen Forschern zu erklären, was er fühlte, aber da war es schon zu spät. Etwas Schreckliches war bereits im Gange. Mit einem magenverbrennenden Geräusch von zerdrücktem Fleisch platzte das Herz der Kuh aus ihrer Brust und fiel auf den Boden. Es war erschreckend groß und alle Ärzte zuckten bei seinem Anblick zurück. Vier spindeldürre, spinnenartige Beine stachen durch das Fleisch des Herzens und es begann schnell durch den Raum zu hüpfen. Forscher, die sich die Sicherheitsaufnahmen ansahen, stellten später fest, dass es sich nicht nur wahllos bewegte. Es schien aufgeregt zu sein, wütend darüber entdeckt worden zu sein. Und es zeigte sofort Feindseligkeit gegenüber den Wissenschaftlern im Raum. Als nächstes entfalteten sich vier Tentakel aus dem Inneren des Herzens und streckten sich zu vollen, sich windelnden Gliedern aus. Sie bewegten sich beängstigend schnell, während das Herz durch den Raum peitschte, und waren mit scharfen Stacheln versehen. Schließlich ragte ein Stachel aus dem hinteren Teil des Herzens heraus, wo sich die Öffnung der oberen Hohlvene befinden sollte. Alle Wissenschaftler sprangen auf, einer griff nach einem Skalpell, ein anderer ging zur Tür. Doch bevor die Männer auch nur um Hilfe rufen konnten, wickelten sich die Tentakel um sie und rissen sie in Fetzen. Als sie Schreie aus dem Labor hörten, traf das Sicherheitspersonal ein, um die Bedrohung einzudämmen. Doch sie waren der seltsamen Kreatur, die bald als SCP-058 bekannt werden sollte, nicht gewachsen. Es zerfetzte das Sicherheitsteam in Minutenschnelle und hinterließ dessen zerfledderte Überreste in seinem Kielwasser. Zum Entsetzen des überlebenden Personals konnte SCP-058 der Eindämmung entkommen und sich in eine benachbarte Stadt retten. In Berichten über den Vorfall heißt es, dass man die Schreie meilenweit hören konnte, als die Kreatur die Stadt erreichte. SCP-058 bahnte sich einen Weg der Gewalt durch die Stadt, griff alles in Sichtweite mit seinem Stachel und seinen Tentakeln an und hinterließ eine Spur einer seltsamen Flüssigkeit. Dutzende von Bürgern wurden getötet und 70% der Gebäude wurden vollständig zerstört.
Als Agenten zum Ort des Geschehens geschickt wurden, um die Kreatur zu bergen, waren sie schockiert über das Ausmaß der Zerstörung, das etwas so Kleines angerichtet hatte. Der Geruch von Blut und Rauch erfüllte die Luft und abgetrennte Gliedmaßen lagen neben gesplittertem Holz und eingestürzten Ziegeln auf dem Boden. Die Überlebenden, die aus den Trümmern geborgen wurden, waren untröstlich und beruhigten sich erst, als man ihnen ein Amnestiemittel verabreichte, das ihre Erinnerung an die Begegnung mit SCP-058 löschte. Auch ihnen musste ein neues Leben gegeben werden, da von ihrem Alten nichts mehr übrig war. Die Agenten der Stiftung konnten SCP-058 erst einfangen und eindämmen, nachdem er von Teilen eines Gebäudes, das auf ihn einstürzte, zerquetscht worden war. Sie fanden ihn flachgedrückt unter einer Steinplatte, mit nutzlos umherfuchtelnden Beinen und schlaffen Tentakeln. Den Agenten gelang es, die Trümmer sicher zu entfernen und das Herz zu bergen, ohne dass es an diesem Tag weitere Opfer gab. Nachdem es in die Gefangenschaft gebracht worden war, wurde das Herz 3 Wochen lang unter Verschluss gehalten und blieb in dieser Zeit weitgehend ruhig. Es war fast unvorstellbar, dass diese kleine Kreatur bei dem Vorfall nicht getötet worden war, aber die Stiftung sollte bald erfahren, dass diese Kreatur außerordentlich widerstandsfähig war. Er entkam ein weiteres Mal, als er in eine SCP-Eindämmungsstätte gebracht wurde und verursachte erneut Verletzungen und Tod. Da das für den Transfer verantwortliche Team, den SCP nur in seiner gefügigen Form erlebt hatte, war es nicht auf die schiere Kraft und Gewalttätigkeit vorbereitet, zu der das Wesen fähig war. Es gelang ihm, aus einem gepanzerten Auto zu entkommen und in einen Wald zu gelangen, wo es mehrere Eichhörnchen und Kaninchen ausweidete. Oder besser gesagt, man hielt sie für Eichhörnchen und Kaninchen. Die Überreste waren zu verstümmelt, um sie zu bestimmen. Es wurde schließlich erst gefasst, nachdem es von einem Panzer zerquetscht worden war. Aber auch das tötete die Kreatur nicht. Und sie wurde in den bewaffneten Biokontrollbereich 14 gebracht, wo sie bis zum heutigen Tag verweilt. Vieles an SCP-058 ist erschreckend. Aber es gibt eine Eigenschaft, die er in Gefangenschaft gezeigt hat und die selbst den erfahrensten Forschern eine Gänsehaut bescheren würde. Obwohl SCP-058 anatomisch nicht in der Lage ist zu sprechen, er hat keinen Hals, keine Stimmbänder und nicht einmal ein Atmungssystem, spricht er. Er spricht nicht nur, sondern er spricht ständig. Und zwar mit der tiefen Stimme eines älteren britischen Mannes. Niemand weiß, wem diese Stimme gehören könnte oder ob sie überhaupt jemanden gehört. Vielleicht gehört sie nur dem SCP, irgendwie. Wie so oft bei sprachfähigen SCPs hat es mehrere Versuche gegeben, das Wesen zu befragen. Und jedes Mal endete es in einem totalen Desaster. Das einzige Interview, von dem eine Abschrift vorliegt, Interview 05804, wurde von Dr. Johnston geführt, wobei zur weiteren Sicherheit mehrere Personen im Raum anwesend waren. Dr. Johnston versuchte den Ursprung der Kreatur zu ergründen, indem er nach ihrem Namen und ihrer Herkunft fragte. Das Wesen antwortete in kryptischer, beunruhigender Poesie und gab Antworten auf einfache Fragen wie: Ich hatte Träume von den Wunderköniginnen, die in den Herzen der Liebe lebten, und schweigende Behandlungen aller älterer Menschen, von denen ich wusste, dass sie einmal ganz waren. Nach dem 4. Aufsagen eines ähnlichen Textes machte das Personal D067 eine Bemerkung über die unheimliche Natur seiner Antworten. Fast so, als wäre er über diese Bemerkung beleidigt, streckte SCP-058 sofort einen Tentakel quer durch den Raum, wickelte ihn um D067 und hob ihn in die Luft. Er begann zu schreien und krallte sich an der Tentakel fest, während seine Kollegen versuchten, ihm zu helfen. Sie griffen nach der Tentakel, aber ihre Hände wurden von den Stacheln, die sie umhüllten, durchbohrt und blutig. Dr. Johnston befahl 058, ihn loszulassen, aber es gehorchte nicht. Stattdessen wurde der Mann von dem Tentakel zu Tode gequetscht und sein schlaffer Körper blieb auf dem Boden liegen. Das Interview endete mit einer einzigen Aussage aus dem albtraumhaften Herzen. Die sinnliche Gewalt der Lust ist die einzige Gewissheit, die du jemals brauchen wirst, um den Wert des Lebens zu erkennen. SCP-058 scheint nie etwas zu sagen, was mit den Menschen oder Ereignissen um ihn herum zu tun hat. Er spricht in derselben eindringlichen poetischen Sprache, selbst wenn er etwas angreift oder tötet. Egal, was ihm zustößt, was ihm angetan wird oder was irgendjemand sagt, SCP-058 redet weiter. Und sein Tonfall und sein Sprechtempo ändern sich nie. Und weitere Versuche, ihn zu befragen, wurden wegen des damit verbundenen Sicherheitsrisikos aufgegeben. Was ist aus dem Wesen geworden, das oft das Herz der Finsternis genannt wird? Wo ist es jetzt? SCP-058 wird in einer isolierten Eindämmungskammer aus verstärktem, hitzebeständigem Stahl mit einer Rückwand aus Stahlbeton gehalten.
Um seine blutdürstigen, fleischfressenden Tendenzen zu besänftigen, erhält die Kreatur alle 3 Tage eine lebende Kuh. Es ist unklar, wie genau SCP-058 ist, da er weder einen Mund noch einen Magen hat. Aber jedes Mal, wenn er mit einer Kuh fertig ist, bleiben nur noch die Knochen übrig. Die routinemäßigen Wartungsarbeiten werden nach einem strengen Zeitplan durchgeführt und das Herz darf unter keinen Umständen aus seinem Sicherheitsbereich entkommen. Nach 2 früheren Ausbrüchen aus dem Sicherheitsbereich geht die Stiftung kein Risiko mehr ein. Das ständige Sprechen des Herzens wird mit Hilfe von Audiogeräten aufgezeichnet, die ständig in Betrieb sind. Aus Sorge um die Sicherheit und die geistige Gesundheit des Personals ist es nicht gestattet, Aufnahmen von SCP-058 länger als 30 Minuten am Stück zu hören. Es ist nicht bekannt, was mit jemandem geschieht, der länger zuhört, aber es wurde angedeutet, dass die Folgen schrecklich sein könnten. Sollte die Kreatur jemals wieder entkommen, wird die Zerstörung der Eindämmungsstätte durch die Detonation einer Atomwaffe vor Ort angeordnet. Unter keinen Umständen darf es wieder in die Welt hinaus gelangen. Trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen ist SCP-058 für mehr als 150 Todesfälle in seiner derzeitigen Eindämmungsstätte verantwortlich. Einige in der Stiftung haben sich dafür eingesetzt, dass SCP-058 abgeschafft wird, weil sie der Meinung sind, dass sein Weiterleben mehr schadet als nützt. Alle Versuche, ihn zu vernichten, sind jedoch bisher gescheitert. Egal wie sehr das Herz physisch traumatisiert wird, es scheint nicht getötet werden zu können. Es kann nur für eine kurze Zeit außer Gefecht gesetzt werden. Es gibt eine klassische Horrorgeschichte von Edgar Allan Poe mit dem Titel Das verräterische Herz. Darin ermordet ein Mann einen älteren Mann und vergräbt seine Leiche unter den Dielen seines Hauses. Obwohl der alte Mann mit Sicherheit tot ist, schwört der Mörder, dass er das Schlagen des Herzens durch die Dielen hören kann. Egal was er tut, um das Geräusch zu unterdrücken, er kann ihm nicht entkommen und wird schließlich durch das unaufhörliche Schlagen des Herzens in den Wahnsinn getrieben. SCP-058 ist vielleicht weder das Herz eines Menschen, noch ein menschliches Herz oder überhaupt ein echtes Herz. Doch genau wie das verräterische Herz schlägt es unaufhaltsam weiter. Egal wie sehr man versucht es zu stoppen. Das ständige Klopfen seines Pulses verfolgt die SCP-Stiftung. Eine düstere Erinnerung daran, dass sich in ihren Mauern etwas befindet, das jeden töten kann und wird, wenn es die Chance dazu bekommt. Es kann weder durch eingestürzte Gebäude, noch durch einen Panzer oder eine Armee von Experten zerstört werden. Und selbst der Notfallplan einer nuklearen Explosion funktioniert garantiert nicht. Es ist durchaus möglich, dass das Herz der Finsternis noch da sein wird, wenn die Einrichtung in Schutt und Asche gelegt wurde, das gesamte Personal verbrannt ist und sich der Rauch endlich verzogen hat. Es schlägt noch, spricht noch und tötet noch. Schaut euch jetzt SCP-1981, Regan zerlegt beim Reden, und SCP-2662, Cthulhu an, um mehr über die seltsamen Anomalien der SCP-Stiftung zu erfahren. Bis zum nächsten Mal, Leute!